Liebe Zuschauer, ich bin eigentlich nicht so für Sexualisierung oder irgendwas, ne? Die Frau muss Brust zeigen, aber hier kann ich einfach nur sagen, Brust raus. Brust raus, denn wir gehen hier gerade auf den Kanal Brust raus. Girl Math, wenn man den Bezug zu Geld verliert. Junge, das war mal eine Einleitung, Leute. Lasst ein Like da, wenn euch diese Einleitung gefallen hat. Ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt mal an. Mal schauen. Mir wurde gerade nur gesagt, dass dieser Trend unfassbar dämlich ist und man einfach nicht drauf klarkommt, wie dämlich etwas sein kann. Deswegen hat mich das jetzt auch dazu animiert, vor allem das Video jetzt auf jeden Fall reinzuziehen. For you page sehe ich gerade ständig solche Videos. If I pay for something in cash, it feels like I got it for free because it didn't reduce my bank balance. Even like tickets that I buy months in advance. Was, wenn ich Tickets Monate zuvor gekauft habe und dann zum Konzert gehe, denke ich, das war umsonst, richtig? Also ich kann das vielleicht verstehen, wenn das Menschen sagen, die eine Dyskalkulie haben, eine schwere, und da mit Zahlen halt nicht richtig umgehen können, weil die das nicht richtig lesen können. Aber ich glaube, wenn man so ein bisschen das beherrscht und so, dann denkt man doch bei der Aussage, da kracht's komplett. Hä? Du weißt doch trotzdem, dass du dafür Geld bezahlt hast. So wie ich das verstehe, ist alles for free, wenn ich es bar bezahle. Oder man vergisst einfach, dass irgendetwas mega viel gekostet hat. Dann ist es einfach umsonst gewesen. Für mich klingt das irgendwie sehr weird. Dann schaut man einmal nicht hin, hat man vielleicht mehr ausgegeben, als man eigentlich wollte oder kann. Denn wenn man kein Geld hat, kann man es ja auch nicht ausgeben. Oder? Oder? Hey, in was für einem Rabbit Hole befinden wir uns jetzt auf einmal? Ja, was ist das denn für eine Scheiße? Vor allem durch Buy Now, Pay Later Zahlungsmethoden kann man mega schnell den Überblick verlieren. Und im Worst Case hat man dann im jungen Alter schon krass viele Schulden. Und durch TikTok könnte man das Gefühl bekommen. Hat sie rote Augen? Hey, hat sie rote Augen? Also, was ist, wie heftig ist das denn? Ist das, vielleicht hat sie da so Linsen drin, aber das sieht ja crazy aus. Sie hat einfach rote Augen. Oder so extrem, so krasses Braun. Was ist denn das? Sieht krass aus irgendwie. Die Augenfarbe finde ich heftig. Dass es cool ist, Schulden zu haben. Dazu aber braunrötlich, ey, warum diese gut, Videos ne? viral gehen, also wie das alles Augenfarbe. Angefangen hat und wie gefährlich diese Trends werden können, schauen wir uns heute an. Also holt euch ein Wasser und let's fetz. Ist da. Hier ist Bargeld kein echtes Geld. Der Kauf im Sonderangebot ist eine Form des Sparens und kosmetische Eingriffe sind eine Investition in die Zukunft. Sachen, an die ich wegen Girlmath glaube, wenn es unter 5 Dollar kostet, ist es kostenlos. Was ist denn das? Also, hä? Wenn ich etwas kaufe, es dann zurückgebe, dann habe ich Geld gemacht. Wer denkt denn so? Und ja, diese Begründungen sind ultra absurd. Also, sorry, ich war noch nie gut in Mathe, aber die Logik hinter Girlmath macht weniger Sinn als die Textaufgaben, wo es hieß: Tim hat 2 Äpfel, er schenkt einen Lisa, wie viel wiegt der Sand im Sandkasten? Hier mal ein paar weitere Beispiele. Bei Girlmath geht man nach der Theorie, wenn etwas im Angebot ist, dann musst du es kaufen, weil sonst verlierst du Geld. Das macht ja gar keinen Sinn. Oder wenn du was umtauschst und dann Geld zurückbekommst und dann nochmal was kaufst, was mehr gekostet hat, dann hast du trotzdem einen Schnapper gemacht. Hä? Naja, Beispiel. Return something at Zara for $50. Okay, ich übersetze das mal ganz kurz. Etwas, oder lese es mir vor, etwas bei Zara für $50 zurückgeben, dann was anderes kaufen für $100, kostet mich nur $50, Girl Math. Die wollen mich doch verarschen. Also die wollen mich doch komplett verarschen, oder? Bought something else that was $100. It only cost me $50. Girl Math. Oder dieses Girl Math zum Schluss, Junge, hast du Lack gesoffen oder wie? Du machst quasi Gewinn, wenn du Sachen doch nicht kaufst oder bezahlst, die du eigentlich geplant hattest. Also sowas. Wenn ich meine Nägel machen lassen möchte für 500.000 Rupien, ich aber in letzter Minute den Termin absage. Dann habe ich extra 500.000 Rupien übrig, um sie auszugeben. Also kann mir mal jemand wirklich mit einem Eisen gegen den Kopf schlagen, aber so stark, dass mein Hirn sich verdellt oder so. Was ist das denn für eine Scheiße? Ein extra 500.000 Rupien zu spenden. Ja,
Ja, ungefähr so. Angefangen hat das alles als Scherz im Radio. Jetzt ist es ein riesiger TikTok-Trend mit Videos mit Hunderttausenden, wenn nicht sogar Millionen Views. Ja gut, am Ende landet... Das lässt halt auch die Frauen sehr positiv dastehen, muss ich sagen. Also man denkt jetzt gar nicht, dass sie nicht rechnen oder mit Geld umgehen können. Landete auch der Ausschnitt aus der Live-Sendung auf TikTok. Aber in der Show selbst haben die Moderatorinnen gemeinsam mit den ZuhörerInnen ihre teilweise viel zu hohen Ausgaben für Luxusartikel thematisiert und versucht irgendwie zu rechtfertigen. Andere Frauen riefen dann während der Sendung an und es kam dann dazu, dass immer absurdere Erklärungen gesendet wurden. Ja, ja, wenn ihr hier einen Sub ausgebt, habt ihr quasi nichts bezahlt. Richtig. Habt ihr nichts bezahlt. Leute, jetzt ein Sub wäre halt der schlauste Move. Und dann entstanden Challenges, ja, die viral ist, ja. Eine Hörerin rief an und fragte, wer ihr am besten rechtfertigen könnte, dass sie von der USA nach Australien fliegen würde, um 4 Konzerte von Taylor Swift zu besuchen. So, do you mind telling us how much this cost you? No judgment. Magst du uns sagen, wie viel es gekostet hat? Keine Vorteilung? Accommodations. Unterkunft, Flüge und 4 Tickets sind insgesamt $5,600. Vor uns ist eine Millionärin. Flights and the 4 tickets. Achso, nee, das ist die gar nicht. Die mit denen spricht. Would be a total of 5,600. Jesus! In der Radiosendung ging's wild, Alter, weiter. Beispielsweise wurde ein Kleid, was $330 gekostet hat, runtergerechnet nach dem Prinzip Kosten pro Tag. Also umso öfter man etwas trägt, umso weniger kostet es. Weil schau dir mal den Preis pro Tag an. Wenn du es ein Jahr lang jeden Tag tragen würdest, das wäre ja nicht einmal ein Dollar. Andere rechnen pro Kompliment. Bei vielen so dumm. So heftig dumm. Alter, wie soll ich denn jetzt die nächsten 14 Minuten noch überstehen, wenn das schon so bescheuert losgeht? Das ist ja wirklich der dümmste Trend, der auch noch gefährlich ist, weil das jedem ans Geld geht. Alter, stell dir mal vor, Jugendliche, die denken sich, das ist der richtige Weg, so muss man mit Geld umgehen. Junge, es ist so unfassbar dämlich. Klimenten bezahle sich das Outfit ja von alleine. Und ja. Weil ihr müsst euch mal überlegen, ne? Müsst euch mal überlegen, währenddessen ich und Tina und ich, ne, ins Kaufland gehen und uns nur Sachen kaufen, fast nur Sachen kaufen, die im Angebot sind, ja, die wirklich so die günstigsten Sachen einfach im Angebot sind, sind die einfach so smart und machen Girl Math. Ich muss dringend los, ey. Fuck, warum hab ich gelernt, Geld wertzuschätzen. Kosten-Nutzen-Faktor kann ein wichtiger Punkt sein, vor allem dann, wenn man verantwortungsvoll damit umgeht, ehrlich zu sich ist und realistisch einschätzen kann, wie oft man es tatsächlich trägt. Erstmal sollte man sich fragen, wie lange man für das, was man kaufen möchte, arbeiten muss. Und ist es dir die Arbeitszeit wert? Überlege, wie oft man das neue Teil trägt oder nutzt. Nimm den Kaufpreis und teile ihn durch die Anzahl der Nutzungen. Stimmt das Verhältnis? Ein Kleid für 20 Euro ist vielleicht erstmal günstig, aber wenn du es halt nur einmal trägst, ist der Cost per Wear 20 Euro. Kaufst du ein paar Schuhe für 100 Euro und trägst sie mindestens 50 Mal, liegt der Cost per Wear bei 2 Euro. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, ey, die erzählt mir gerade genau das gleiche wie in den TikToks. Aber der Unterschied ist, dass man bei Girl Math versucht, den Betrag so klein wie möglich zu rechnen, dass man denkt, ja, eigentlich war das ja gar nicht so teuer und man sich dann einredet, dass man gar nicht so viel Geld ausgegeben hat. Ja, also das Kleid hat 360 Euro gekostet. Und wenn du das Kleid nicht einmal wäschst und jetzt wirklich 360 Tage am Stück anziehst, also wirklich jeden Tag das Kleid anziehst, dann kostet dich das Kleid nur 1 Euro am Tag. Ist das nicht ein Schnapper? Weil so ein Kleid trägst du vielleicht so, zur Sommerzeit trägst du es vielleicht 20, 30 Mal, ne? Weil dann schwitzt du ja auch und dann wäschst du es auch wieder. Ja, dann rechnet das mal hoch, dann macht das nämlich pro Sitzung, macht das nämlich mehr als 1 Euro. Dann macht das pro Sitzung auf einmal 7 Euro oder so. Gegeben hat. Dann verliert man eben schnell den Bezug zum realistischen Cost per Wear. Auf einmal pro Sitzung einfach. Ob jetzt all diese TikToks zu GirlMath ernst gemeint sind und die Person wirklich so denken, das lässt sich nicht beweisen. It's essentially fun logic. Journalistin Lindsay Stanberry sagte in einem Interview Folgendes zum Trend. Ich zitiere. Die Frauen, die den Trend ins Leben gerufen haben, sind urkomisch und es ist sehr witzig und sehr augenzwinkernd. Und das ist großartig. Aber es kann schnell dazu führen, dass es als Darstellung verstanden wird, dass Frauen nicht wissen, wie sie ihr Geld verwalten sollen. Wo ist denn das großartig? Die Frauen sind offensichtlich komplett Realität oder Geld.
Ja, die haben die Realität zum Geld verloren. Sollen. Und ich glaube nicht, dass das stimmt. Girl Math zeigt, Frauen geben ihr Geld für unnötiges Zeug aus und reden es sich schön, dass es ja gar nicht so teuer sei. Von Männern hört man sowas eher selten in der Öffentlichkeit. Ist das wirklich so ein reines Frauending? My boyfriend doesn't understand Girl Math. Mein Freund versteht Girl Math nicht. Ich habe ihn angerufen und meinte, dass ich Geld bei Lululemon gemacht habe. I just called him and I told him I just made money at Lululemon. And he was like... Und er hat nicht verstanden, was ich damit gemeint habe. What do you mean? What are you talking about? Was glaubt ihr? Also ich denke, das ist, also ich kann mir vorstellen, dass es, also hier sieht man ja, dass gerade nur Frauen da betroffen sind, aber ich kann mir auch, also ich kann mir vorstellen, dass auch Männer mit davon betroffen sind, die auch so eine Logik fahren, aber ich glaube, das ist eher fast ein Frauending, kann ich mir vorstellen. Tina erzählt mir auch jedes Mal, wie stolz sie ist, wenn sie bei Vinted oder so Dinge verkauft hat, ne? Und dann sagt sie, guck mal, ich habe so und so viel Gewinn gemacht. Mit dem Kleidungsstück. Und dann sage ich so, du gibst 50 Euro für etwas aus, verkaufst es für 20 Euro, du hast doch keinen Gewinn gemacht bei der ganzen Thematik. So, wisst ihr, was ich meine? So, ich denke immer an den Aspekt, ja, das ist halt nicht Gewinn. Ja, wenn du es eh wegbringst, dann, oder wenn du es eh nicht mehr trägst, dann kannst du es ja verkaufen, dann hast du ja wieder ein bisschen Geld zurückbekommen. Aber du musst ja trotzdem mal mit berechnen, ey, was hast denn du ausgegeben dafür? Oder wie oft hattest du es dann auch an? Hast du damit wirklich einen Gewinn gemacht? Ist immer so ein Ding. Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Ich glaube ja. Also ich bin immer so einer, ich denke immer aus einer rationalen Sicht, was das angeht. Ja, ich denke immer, wenn ich jetzt etwas, keine Ahnung, kaufe und verkaufe das dann wieder oder haue es weg, dann denke ich mir, jetzt sind da so und so viel Euro im Arsch. Dass Männer auch manchmal genauso denken. Dieser Trend verstärkt eben genau das. Frauen können nicht mit Finanzen umgehen. Und ja, noch ein Problem, Vorurteil, ja, was mitbestärkt wird. Frauen können nicht rechnen. Frauen und Finanzen. Women. Ja, warum muss ich hier lachen? Ey, ich finde das auch lustig. Was ist das für ein geiler Clip? Das Meme wird ganz gerne verwendet, um... Das Meme ist lustig. Das Meme ist wirklich, habe ich noch nie gesehen, tatsächlich, finde ich lustig. Ja, aber ist natürlich Quatsch, so, weißt du, als ob Frauen deswegen nicht rechnen können. Ja. Um sich über Frauen lustig zu machen. Hier mal ein paar Beispiele. Ha. Women. Women. Mal ganz ehrlich, warum wird sich in solchen manchmal etwas tollpatschig wirkenden Momenten von Frauen immer direkt aufs Geschlecht bezogen? Ja, das ist Quatsch. Es ist halt Quatsch, aber es ist halt, also die Clips, die waren schon lustig, muss ich sagen. Ja. Frauen etwas Dummes passieren kann. Genauso gut könnte man... Ey, aber komm, sind wir jetzt mal ganz ehrlich. Es gibt so viele Clips auch von Männern, wie die Unfälle bauen auf dümmste Art und Weise oder wie die sich gegenseitig eine wegprügeln und dann sind die da bewusstlos oder die springen aus Versehen oder die rutschen vom Dach oder so, fliegen auf die Fresse. Es gibt auch so viele Sachen, wo Männer, was halt typische Männerdinger sind, wo man auch sagen könnte, ja, das ist ja nicht nur aufs Geschlecht bezogen. Ich glaube, man hat auf beiden Seiten wirklich sehr, sehr dumme Sachen, wo man immer sagt, ja, typisch Mann oder typisch Frau. Ja, am Ende des Tages ist es natürlich auch beide Geschlechter müssen es bezogen sein. Ne? Man Videos von Männern finden, denen... Ja, genau, so dieses, warum Männer kürzer oder warum Frauen länger leben als Männer. Clip 1, ja, dann begibt sich irgendjemand in Gefahr. Was Blödes oder Komisches passiert und das mit so einem Meme untermalen. Wenigstens sagen sie noch Woman anstatt Girl oder Mädchen. Weil, weiß nicht, wie es euch damit geht, aber wenn ein Mann zu mir Mädchen sagt, dann korrigiere ich gerne und sage, dass ich eine Frau bin. Diese Trends, wie jetzt auch Girlmath, heißen auch gefühlt immer irgendwas mit Girl. Mädchen klingt auch so cringe, wenn du zu einer erwachsenen Person Mädchen sagst. Ich finde das so unangenehm einfach. Ja, Mädchen einfach, Junge. Wenn es um Frauen geht. Sollen Komisch. Wir uns das in einem Video nochmal genauer anschauen? Schreibt's mal in die Kommentare. Tickets für die Eras-Tour von Taylor Swift zu kaufen oder für die Renaissance-Tour von Beyoncé, dazu dann noch die passenden Outfits, das ist nicht ganz billig. Aber Leute, man muss ja auch mal was für sich machen, oder? Dieses Gefühl ist nämlich gleich das nächste Problem. Durch diese Treat-Kultur und dem ich tue mir was Gutes und dem ständigen Abstempeln mit dem Argument, wenn ich auf mein Konto schaue, nachdem mein Motto diesen Monat war, ich hab's mir verdient. Mein Motto diesen Monat war, ich hab's mir verdient. Okay. Everything you buy for yourself on your birthday month doesn't count. That's called girl math.
Digga, was ist das denn? Alles, was du den Monat kaufst, für wo du Geburtstag hast, das zählt nicht, ja? Also kauf dir mal ein Lambo, kauf dir mal ein Haus. Zählt nicht. Ich hatte Geburtstag. Junge, wer hat sich nach 30 Minuten Lernen als Belohnung ein Ticket nach Kosovo gekauft? Also ich nicht auf jeden Fall. Selbstfürsorge, man gönnt sich ja sonst nichts. Das verleitet uns halt krass dazu, Geld auszugeben. So geschreines Schönreden. Ich meine, kann man machen so, wenn man damit zufrieden ist und das Geld hat, okay, aber ich glaube, finanziell fliegt man damit irgendwann auf die Fresse und es holt einem irgendwann die Realität ein und dann hast du kein Geld mehr auf dem Konto. Schwierig. Geben. Oder wie Psychologe Brad Klontz sagt, ich zitiere, wir sind alle anfällig dafür, uns finanziell zu zerstören. Weil man sich für Konzerttickets oder die neue Uhr rechtfertigen muss, weil man es sich nicht leisten kann. Trotzdem gönnen wir uns diese Sachen, um dazuzugehören und um angesehen zu werden. Erst einmal sollte man verstehen, dass wir in einer Zeit leben, wo Firmen gezielte Marketingstrategien einsetzen, um Produkte zu verkaufen. Liegt ja auf der Hand. Durch das Internet ist das natürlich viel einfacher als früher in Katalogen und TV-Werbung. Apps wie Shein oder Amazon sind so aufgestellt, dass sie dir immer neue Sachen oder Rabatte vorschlagen, die dir gefallen können. Noch 20 Euro mehr, dann bekommst du die Lieferung for free. Und wenn es nach der Girl-Math-Denkweise geht, dann heißt das... I would buy more stuff I don't need and spend even more money. Ja. Also da wird mehr Geld bezahlt, damit sie keine Lieferkosten zahlen müssen. Und denken, die hätten jetzt ein Schnäppchen gemacht. Just to avoid paying for shipping and delivery fee. Und es hat sich auch das Konsumverhalten verändert. Aber das, also tatsächlich, das mache ich auch... Zum Beispiel, wenn ich jetzt bei einem Shop bin und da wird gesagt, ab 100 Euro sind die Kosten frei und ich habe jetzt was für 80 Euro mir geholt, dann denke ich mir, okay, nehme ich noch ein T-Shirt mit rein, dann habe ich die Versandkosten gedeckt. Bloß, also, was heißt gedeckt? Da sind die Versandkosten dann nicht mehr mit drin und ich habe noch ein T-Shirt mehr. Ne, wenn ich dann sage, ja, hol ich noch ein T-Shirt. Ne, weil am Ende des Tages würde ich es dann ja eh nutzen. Ne, das schon, aber das machst du vielleicht einmal, zweimal, aber das machst du ja jetzt nicht jedes Mal und denkst, du hast damit jetzt Geld gespart. Ne? Also ich hole mir auch ganz, ganz selten irgendwie neue Klamotten. Also es ist wirklich im Jahr einmal, dass ich vielleicht mal irgendwie Sachen shoppe oder so. Ich habe mir jetzt erst, heute kamen sogar Schuhe an. Ja, da habe ich mir mal so Winterschuhe, ne, so Herbst-Winterschuhe habe ich mir mal geholt. Hatte ich jetzt die letzten 5 Jahre keine. Ich hatte immer meine ganz normalen Straßenschuhe draußen. Aber diesen habe ich gesagt, beziehungsweise Tina hat gesagt, ja, hol dir mal welche, weil es dann schon ganz schön kalt wird. Und dann habe ich gesagt, okay. Habe ich mir jetzt welche geholt. Ich habe die noch nicht mal anprobiert. Die kamen zwar heute an, aber ich musste mein Video machen. Ich hatte keine Zeit, die Schuhe anzuprobieren. Es waren irgendwelche Timberlands oder so. Irgendwas. Schwarze Schuhe. Was verändert. Früher galt, dass uns Sparsamkeit sozial nach vorne bringt und es eine Erfolgsstrategie fürs Leben ist. Influencer suggerieren uns, dass das Gegenteil der Fall ist. Konsum bringt uns gesellschaftlich nach vorn, sagt Carl Tillison, der Trendforscher ist. Und ich kenne das auch von mir, wenn ich ein cooles Reel mit einem nicen Outfit sehe, dass ich schnell auf Online-Shops nach diesem einen Rock suche. Selten kaufe ich dann was, weil ich mittlerweile auch einfach weiß, dass es ein Impulskauf wäre. Aber mal ganz ehrlich, Shoppen fühlt sich halt schon auch verdammt gut an. Und irgendwie finden wir es ja auch witzig. Ey, Shoppen fühlt sich verdammt gut an, aber Real Talk, ich weiß immer nie, was ich mir kaufen soll. Weißt du, Tina weiß immer ganz genau, was sie wo kauft. Ist oft auf Seiten unterwegs, ne? Und sieht da irgendwas. Ich bin nie auf einer Seite, um mir was zu kaufen. Real Talk, ich gehe ins Kaufland, das war's. Da kostet mir das ein, was ich mir eben einkaufe. Aber ich bin jetzt nie auf Amazon und denke mir, Alter, was hole ich mir jetzt? Und dann, das und da könnte was passen. Nee, ich hab alles, was ich brauche. Ich brauche nichts. Ich habe das letzte Mal, hab ich so im Internet geguckt, was könnte man vielleicht noch für Lichter oder so machen? Und dann dachte ich mir so, ich habe alles. Ich brauche nichts. Also dann gibt es wieder Leute, die haben immer irgendwas noch im Kopf, was man noch kaufen kann. Ich bin auch keiner, der hier Dekoration großartig braucht. Weißt du, Tina haut hier das ganze Haus voller Dekoration, also so schlichtes und ordentliches Zeug und so. Und sie macht das echt ordentlich und sehr bedacht. Und wie sieht's stylisch aus und wann können wir wieder was Neues brauchen? Also sie macht das schon gut, ne? Ohne sie würde diese Wohnung ganz, ganz anders aussehen. Also komplett clean und kahl wahrscheinlich. Aber sie hat das sehr wohnlich eingerichtet. Aber ich hol mir gar nichts einfach. Oder vielleicht sogar ziemlich deswegen, befreiend. Deswegen, ich habe nie Ausgaben. Ich spare so viel. Das Einzige, wofür ich Geld ausgebe, sind Urlaub und Geschenke. Das war's. Mehr gebe ich gar nicht aus. Unsere Ausgaben schön zu reden. Ja, wir sind Minimalisten. Oh my God, sis. Yep. I think I figured it out. Erzähl mir mehr. You know why us girls have a shopping problem? Ja, tatsächlich, weil... It's because us females...
Weil wir Frauen Mathe anders machen als Männer. Do maths differently than the male species. Weiß ich jetzt nicht. Mathe ist ja für alle gleich und für jedes Geschlecht. Das Shopping-Problem kommt eher davon, dass beim Shoppen die gleichen Dinge im Hirn abgehen wie bei Drogen. Unser Gehirn wird belohnt. Meine Lebenseinstellung ist eigentlich, wenn in den nächsten 20 Sekunden meines Lebens nichts Spannendes passiert, dann bestelle ich mir Klamotten, mir egal. Auch wenn das Thema Kaufsucht hier ganz witzig dargestellt ist, ist es das eigentlich nicht. Kaufsucht findet in unserer Gesellschaft oft weniger Beachtung als andere Süchte. Denn Kaufen und Konsum sind anerkannt, oft notwendig und wirtschaftlich ja auch erwünscht. Meistens ist es bei mir so, das ist toll, jetzt kaufen. Dann sehe ich vielleicht nochmal fast dasselbe Ding, dann gehe ich wieder auf jetzt kaufen. Ich habe dann einfach... Ich schwöre, ich bin null so. Ich hatte damals immer ein schlechtes Gefühl. Aber das, ich glaube, es kommt auch so ein bisschen darauf an, wie du aufgewachsen bist. Ich hatte nie viel Geld, muss ich an der Stelle sagen. Ich hatte damals Taschengeld 5 Euro bekommen in der 5. Klasse, in der 6. Klasse. Oder in der 7. Klasse hatte ich 10 Euro im Monat bekommen und damit musste ich dann ab auch haushalten. Ne? Also es war nicht so, dass ich mir von diesen 10 Euro, dass ich jedes Mal ausgeben konnte. Und dann haben meine Eltern mir auch immer noch was ausgegeben. Ne? Ich musste das selber sparen und habe dann später mal was geleistet. Aber wenn dann auch was ich wirklich brauchte. Aber ich habe damals auch, als wir im Freibad waren oder so, habe ich immer gesagt, nee, ich kann keine Kugel Eis essen. Weil ich will das Geld sparen. Ich will den nächsten Tag wieder ins Freibad gehen. Das kostet mich wieder 1 Euro oder 50 Cent war sogar damals. Und da habe ich lieber das Geld gespart. Ne? Es kommt dann immer drauf an, wie bist du aufgewachsen, wie bist du vor allem mit Geld aufgewachsen. Ne? Bei mir war es so viel sparen und nicht so dieses, ey, raushauen, raushauen, raushauen. Ne? Und ich will auch später, wenn ich ein Kind habe, will ich auf jeden Fall dieses Kind möchte ich nicht verwöhnen. Also stell dir jetzt mal vor, bei meinem Kanal würde es jetzt richtig krass laufen und ich würde irgendwann mal so richtig krass viel Geld verdienen. Ne? Dann will ich auf jeden Fall nicht, dass dieses Kind im Luxus lebt und alles in den Arsch geblasen bekommt. Das ist gar nicht mein Ziel. Und ich würde dem auch niemals mit 15, 16, 17, 18, keine Ahnung, irgendwie ein Konto geben, wo er 100.000 Euro drauf hat. Das geht, also das finde ich geht gar nicht, ja, oder noch mehr. Die haben gar nicht den Bezug zum Geld. Ja, die sehen 100.000 Euro, die wissen gar nicht, was das für eine Zahl ist. Die wissen nicht, wie viel Arbeit das ist, 100.000 Euro zu verdienen. Deswegen, also sowas würde es bei mir gar nicht geben. Ja, also das würde ich auch komplett unterbinden, selbst wenn da jemand sagen würde, bist du komisch und so. Und ne, also je nachdem, wenn man irgendwie mal reich wäre oder so, würde ich nicht machen. Einfach weil das, man muss lernen, wie man zu Geld kommt, wie viel Arbeit das macht. Und dann schätzt du das auch viel mehr wert. Ja, wenn ich jetzt dem 18-jährigen Kind ein Auto schenke, machen ja viele, ne? Bei mir wurde kein Auto geschenkt, ne? Aber wenn ich jetzt meinem 18-Jährigen Auto schenke, ja, in Mercedes, keine Ahnung, C-Klasse, was halt irgendwie sowas, ja, oder CLA oder sowas. Und das kostet, keine Ahnung, 50.000 Euro Hauspreis bei Mercedes direkt. Und ich schenke dem das, das kannst du doch gar nicht wertschätzen, wie viel Geld das eigentlich ist, mit was der gerade für ein Auto fährt. Und nee. Also das wird erstmal angefangen bei einem kleinen Auto vielleicht, also wenn man ihm etwas schenkt, dann einem kleinen Auto, was vielleicht so eine Schrupperkiste ist, damit dieser Mensch sich erstmal dran gewöhnt, yo, hier Fahrzeug, okay, wertschätzen, mein eigenes Auto, und dann kann man vielleicht irgendwann mal drüber reden. Aber ich finde es ganz, ganz wichtig, Kinder ordentlich zu erziehen mit Geld und nicht einfach verwöhnt zu lassen, weil da kommt nur Scheiße bei rum, es ist einfach so. Und das habe ich schon so oft gesehen, dass Leute damit auf die Schnauze gefallen sind. Son Mike, vielen, vielen Dank für den Submann. 13 Monate am Stück. Ehre. Und das beginnt schon im jungen Alter. Und das kotzt mich richtig an. Das kotzt mich richtig an. Das beginnt im jungen Alter, wenn du Kindern einfach ganz selbstverständlich Dinge schenkst, die 200, 300, 400 Euro wert sind. Den machst du solche großen Geschenke. Und irgendwann merkt sich das Kind, jo, wird immer größer der Betrag und immer krasser das Geschenk. Das muss immer krasser und krasser werden. Und dann freuen die sich nicht mal mehr über ein Geschenk, was, keine Ahnung, 20, 30 Euro kostet und was aber eigentlich auch ein super schönes Geschenk ist, ne? Das kotzt mich richtig an. Das ist mir auch so oft schon aufgefallen, dass sich Kinder nicht freuen, wenn man ihnen ein Geschenk macht, ein normales Geschenk, wo man sich eigentlich drüber freuen sollte, aber die sind einfach scheiße verwöhnt und dementsprechend freuen die sich nicht darüber und beschweren sich am Ende des Tages noch. Das ist schon so oft passiert, wo ich mir so dachte, nee, das kann einfach nicht sein. Und genau so möchte ich mein Kind nicht erziehen. Ja, ich möchte, dass sich das freut. Ich möchte, dass es weiß, was es da bekommt, was es hat. Und nicht, dass es dann noch frech und dreist ist, ja, und Dinge nicht wertschätzt. Ich hasse das. Wirklich. Wertschätzung ist super wichtig. Ich hasse das. Oder dass da nicht mal ein Danke kommt, sondern eher so ein gelangweiltes. Oh. Nee,
Wirklich, wäre ich damals so gewesen, ich sag's euch ehrlich, mein Dad hätte, ich weiß nicht, was der aus mir gemacht hätte, der hätte mich dort zusammengefalten, ja. Also für den ist sowas wie Pünktlichkeit, Höflichkeit, ne, sind so diese typisch deutschen Werte, wie man sie so kennt, so extrem wichtig. Ne, deswegen bin ich auch immer so jemand, der immer sehr pünktlich ist, ja. Deswegen bin ich eigentlich auch nie zu spät bei Livestreams, ja. Ich hasse das, ja. Und ich krieg den übelsten, obwohl es unnötig ist, weil eigentlich müsste es nicht sein, aber ich bekomme so richtige Ausraster, wenn ich nicht pünktlich live gehen kann. Ja, wenn ich eine Viertelstunde zu spät bin, eine halbe Stunde zu spät bin, kriege ich einen Ausraster, weil ich mir denke, Alter, Pünktlichkeit. Ja, das gehört sich einfach, Pünktlichkeit. Ich brauche teilweise nicht die Fähigkeit, dass ich nochmal das hinterfrage, ob ich es wirklich brauche, weil es sind ja nur 5 Euro oder es sind ja nur 10 Euro. Aber mach das mal 10 Minuten lang, eine Minute bei jedem Stück, dann hast du schon 100 Euro wieder zum Fenster raus. Wenn man die Kontrolle beim Einkaufen verliert und Kaufattacken hat und das Kaufverlangen extrem hoch ist, man Sachen en masse kauft, die man eigentlich gar nicht mehr braucht, dann kann das eine Kaufsucht sein. Bisher wird das als Störung der Impulskontrolle benannt, aber man spricht auch darüber, ob man es als Verhaltenssucht benennen soll. Aber selbst ohne krankhafte Kaufsucht hat sich das Konsumverhalten in den letzten Jahren schon krass entwickelt. Wenn wir uns zum Beispiel den Konsum von Klamotten anschauen, die Deutschen kaufen ca. 60 neue Kleidungsstücke pro Jahr. Junge, was? Ja. Ach du Scheiße, gut, ich bekomme auch einiges geschenkt, so, aber ich würde mir sonst eh nichts kaufen. Ich kaufe vielleicht, also jetzt ungelogen, ja, pro Jahr, also wenn es richtig, richtig gut kommt, 8 Stück, vielleicht eine Hose, 2 Hosen, lass mal 2 Hosen sein, 2 T-Shirts, und 2 Pullover oder so. Da war's das. Den Rest habe ich ja eh schon zu Hause. Ey, Junge, Jimmy Strike, vielen, vielen Dank für den Sub, Mann. Und Siggy Pete, vielen Dank auch hier für den Sub. Danke für den Hype Train. Liebe geht raus, Leute. Tragen diese nur noch halb so lang wie vor 15 Jahren. Durchschnittlich werfen Menschen in Deutschland 4,7 Kilo Klamotten pro Jahr in den Müll. Das sind insgesamt rund 400.000 Tonnen Textilabfall. Und mittlerweile ist es ja auch echt easy, das. Sachen zu bestellen, obwohl man gar keine Kohle hat. Das richtige Geld liegt ja auf dem Bankaccount und gar nicht bei Klarna oder Google Pay oder so. Nee. 28% der Deutschen, die 2021 wegen ihrer Schulden eine Beratungsstelle aufgesucht haben, hatten Schulden durch Online-Shopping. Und wenn man da mal genauer drauf schaut, betrifft das vor allem 20- bis 24-Jährige und Frauen. Das geht unter anderem durch Buy Now, Pay Later. Kennt ihr sicherlich auch oder habt es schon mal selbst genutzt? Das kann man zum Beispiel mit Klarna oder PayPal machen. Also Real Talk kann man machen, ich würde das niemals machen. Ich hasse Ratenzahlung. Ich hasse Ratenzahlung. Also ich bin einer, ich zahle etwas direkt. Wenn ich mir ein Handy kaufe, zahle ich das Handy direkt. Ja, ich bin nicht einer, der jetzt hier sagt, jo, Raten, dies, das oder irgendwie noch Vertrag, dass es 60 Euro mich im Monat kostet, mag ich gar nicht. Ich zahle immer direkt gleich und wenn ich es mir nicht leisten kann, dann hole ich es mir auch nicht. Da kann ich auch gar nicht so das vergessen, dass. Stimmt, da ist ja noch eine Zahlung offen, ja. Das geht gar nicht. Also das geht gar nicht. Außer bei Auto, weil die sind ja teuer. Ja, gut, bei sowas oder bei dem Haus oder so, dann kannst du ja schlecht 600.000 Euro mit einmal hinlegen, ja. Aber nee, also sowas würde ich gar nicht machen. Also wer das kann und wer das macht, okay, habe ich ja kein Problem mit. Aber ich glaube, damit kann man sich auch ganz, ganz schnell verzetteln. Und auf TikTok geht dazu auch ein krasser Trend ab. Was heutzutage alles Trend ist. Offener Betrag 21.000. Kein Ratenkauf 8.700. Nicht bezahlte Einkäufe 12.800. Klar, das ist zum Teil auch nur Spaß, aber ganz ehrlich, selbst wenn es nur Spaß ist, Schulden belasten immens und können das Privatleben krass beeinflussen. Das sieht man auch in den Kommentaren der TikToks. Bestimmt kann es auch helfen zu sehen, dass andere auch Schulden haben, aber warum verweist hier fast niemand auf eine Schuldnerberatung? Und solche TikToks normalisieren krass. Das eben ein Stück weit oder man lacht darüber? Besonders beliebt ist das spätere Bezahlen laut einer Studie mit 1000 Befragten aus Österreich und Deutschland bei den 18- bis 34-Jährigen. Mehr als 70% würden beim Kauf eine Finanzierung in Anspruch nehmen, um ein hochwertiges Produkt shoppen zu können. Wie kannst du dir das alles leisten? Bruder, frag nicht. Ich würde es niemals machen, ne? Das gibt einem schon fast das Gefühl, als wäre... Real Talk? Ich würde bei einem Motorrad oder so,
Also bei diesen Beträgen würde ich nicht auf Rate zahlen. Außer es ist das Einzige, was ich dann fahre und so. Und ich brauche das auf jeden Fall. Aber wenn es jetzt bloß so ein Luxusproblem ist, dann würde ich das niemals machen. Ich würde so lange sparen, bis ich es mir kaufen kann. Und dann war es das. Aber nicht dieses auf Rate und dann oder finanzieren und was weiß ich. Nee, vergiss es. Das ist cool. Also niemals würde ich das machen. Schulmeme, danke cool für den Sub. Schulden zu haben. Dank, und ganz ehrlich, das im Kombi mit Girlmath macht's ja nicht besser. Man rechnet sich Sachen schön, das die man gekauft hat, und im Zweifelsfall macht man sich dadurch auch noch Schulden. Im Jahr 2020 machte das Unternehmen Klarna umgerechnet ca. 1,1 Milliarden Euro Umsatz. Das Geschäftsmodell ist simpel und nicht neu, nur anders umgesetzt. Kaufst du auf Rechnung bei einem Online-Shop, bekommst du die Ware und kannst sie dir in Ruhe anschauen, ehe du auch nur einen Cent ausgegeben hast. Erstmal schön für dich. Aber ein Risiko für den Händler, denn der muss erstmal auf sein Geld warten. Anbieter wie Klarna minimieren das Risiko für den Händler, denn die strecken das Geld vor. Du bezahlst es später an Klarna zurück. Das Marktforschungsinstitut Savanta hat eine Umfrage dazu gemacht. Mehr als die Hälfte der befragten 18- bis 34-Jährigen gaben an, die Buy Now, Pay Later Option zu nutzen. Ich finde den Alter, was? Trend auf TikTok. Wer macht denn das? Also warum? Also dann sind ja einige auch bestimmt von euch dabei, die das machen. Aber warum? Ich hätte so ein schlechtes Gewissen. Extrem bedenklich. Als ich gerade einmal 17 Jahre alt war, bin ich selbst in diese Schuldenfalle reingetappt. Angefangen hat es irgendwie mit einem Oberteil für 30 Euro, nicht bezahlt, und schnell waren es halt durch Mahngebühren 90 Euro. Man verliert einfach super schnell den Überblick und vor allem auch den Bezug zu Geld. Irgendwie ist dadurch nur noch eine Zahl auf dem Bildschirm. Sie haben gesagt, ich sei eine geschätzte Kundin. Jetzt schicken Sie mir Drohbriefe. Vor dem Verlieren des Finanzüberblicks warnt auch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Damals habe ich nicht daraus gelernt und bezahle heute noch meine Schulden ab. Und ganz ehrlich, viele in meinem Umfeld wissen das gar nicht, weil ich mich extrem lange dafür geschämt habe und mich das auch psychisch sehr belastet hat. Und das ist bei Schulden auch nicht unüblich. Klarna sagt auf ihrer Webseite dazu Folgendes. Wir sind jedoch über den Trend besorgt, bei dem junge Menschen ihre Klarna-Kontostände in Videos in den sozialen Medien zeigen und halten es für notwendig, eines klarzustellen. Wir haben kein Interesse daran, dass Menschen Kredit als laissez-fairen Trend betrachten und bewusst Schulden machen, weil sie in den sozialen Medien den Eindruck bekommen, dass es cool wäre, mit seinen offenen Zahlungen anzugeben. Was ist denn daran cool? Das zeigt dir ja, wie krass du am Arsch bist. Weil würdest du dir das leisten können, hättest du es dir einfach so gekauft. Wenn du das in Raten zahlst, zeigt das doch, dass du dir das eigentlich nicht leisten kannst. Von 2020 auf 2021 stiegen die monatlich per Klarna getätigten Einkäufe mit der Kreditkarte in Deutschland um 105%. Ich zitiere Klarna. Check ich nicht. Nein. Aber warum macht man das? Klarna spornt seine Kunden nicht an, mehr Geld auszugeben, sondern bietet den VerbraucherInnen ein reibungsloses Erlebnis des Einkaufens an, wenn sie sich zu einem Kauf entschlossen haben. Ah ja. Die Schuldnerberatung Wien beobachtet zunehmend Online-Käufe auf Rechnung, vor allem vor Weihnachten. Viele würden für das Fest einkaufen, das Konto werde aber erst einen Monat später belastet. Meist hat man danach aber auch nicht mehr Geld auf dem Konto, sagt Schuldnerberaterin Gudrun Steinmann. Wenn man seine Rechnungen nicht bezahlt, kann das krasse Folgen haben, wie eine Einschaltung von einem Inkasso-Unternehmen. Die Kosten schießen da schon extrem in die Höhe. Und eine Gehalts- oder Kontopfändung. Das heißt im Endeffekt, dass du keinen Zugriff mehr auf dein Geld hast, das auf dem Konto ist oder du dein Gehalt nicht bekommst. Schufa-Einträge können entstehen, die das Leben krass erschweren können, wenn du zum Beispiel umziehen möchtest oder auch einfach nur einen neuen Handyvertrag brauchst. All in all finde ich... Also ich check das nicht wirklich, ich check das ehrlich nicht. Ist mir ein absolutes Rätsel, wie man denken kann, dass diese Variante eine gute Lösung ist, um mit Geld umzugehen. Den Girlmath-Trend echt weird und ziemlich gefährlich. Das ganze Geldthema wird zum Teil so dargestellt, als wäre es ja nichts, obwohl das echte und reale Folgen haben kann. Ein Rat von mir, wenn ihr Schulden habt, auch wenn es nur ein paar hundert Euro sind, geht zur Schuldnerberatung as soon as possible. Schulden werden wöchentlich mehr, das könnt ihr mir glauben. Umso früher ihr handelt, umso schneller bekommt ihr auch die Sache in den Griff. Die Schuldnerberatung hat mir ans Herz gelegt, dass Sparziele helfen können. Setze dir Sparziele für Dinge, die für dich teuer sind, statt in Raten zu zahlen. Und das ist ein Skill, auf den kannst du immer zurückgreifen. Gleichzeitig hast du beim Kauf ein viel besseres Gefühl, weil du dir das Ganze selbst erarbeitet hast. Ja, aber ich sage euch, das beginnt bei der Erziehung. Wenn ein Kind nicht
richtig erzogen wird im Thema Geld, obwohl das sehr wichtig ist, ein sehr wichtiger Schritt und ein sehr wichtiger Punkt in der Erziehung, dann kann es dadurch zu Problemen kommen, wenn man in zu jungen Jahren das Geld außer Acht hat oder irgendwie denkt, ja gut, 1000 Euro ist ja übel krass, und haut das einfach binnen von kürzester Zeit raus. Nee, das geht gar nicht. Also wirklich, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mir irgendwie so Scheiß gekauft habe damals. Also ich habe von meinem Konfirmationsgeld mir einen Laptop geholt, das war mein erster Laptop, damit habe ich auch ganz, ganz lange hatte ich den Laptop. Den habe ich sogar immer noch tatsächlich. Ich habe mit Geld, was ich mir erspart habe, eine Kamera gekauft und ich glaube, ja, das war's dann eigentlich auch. Weil was willst du dir sonst kaufen? Ich hatte bis zur 9. Klasse oder so 10 Euro im Monat oder 15 Euro im Monat Taschengeld. Ab der 10. Klasse waren es dann deutlich mehr, ich glaube 40 Euro oder 30 Euro oder so. Und dann irgendwann war es sogar mal 50 Euro. Also, keine Ahnung, da lernst du es ja viel mehr schätzen und dann weißt du auch, gebe ich jetzt wirklich das Geld aus oder lasse ich das lieber und spare das für später. Und ich habe das für später gespart. Ich brauche das ja auch unter anderem für einen Führerschein und eines Tages für Auto. Und da habe ich lieber mein Geld da gespart, ne? Und bin am Ende des Tages da glücklich drüber gewesen, weil wäre sonst mies gewesen. Zum Glück habe ich YouTube gemacht, weil ich konnte dann mit YouTube, habe ich dann im Laufe der Jahre immer mal ein bisschen Geld verdient, auch durch die Livestreams, und habe das halt auch alles gespart, weil ich wollte es halt nicht ausgeben. Und dann habe ich das für mein erstes Auto ausgegeben. Und das hatte damals, wie hat das gekostet? Waren es 5 oder 7.000? Nee, 7.000 Euro hat das gekostet. Ein Skoda Fabia. Hat 7.000 Euro gekostet und den habe ich sogar verkauft dann für 4.500 nach 4 Jahren Autofahren damit. Also das war echt gut gewesen. Dabei wusste ich nicht viel, habe ich nicht so viel Minus gemacht. Und um generell einen besseren Überblick zu behalten, kann es helfen, bar zu zahlen anstelle mit Karte. Ich kenne es auch von mir, dass ich oft zu faul bin, mir Essen einzupacken. Dabei kann man sich mit so einer Kleinigkeit echt viel Geld sparen. Was man aber natürlich auch nicht vergessen darf, jeder darf sich natürlich auch mal was gönnen. Safe. Aber ein viel besseres Gewissen hat man dabei, wenn man das mit Bedacht und Verantwortung macht. Und vielleicht hilft der Girl-Math-Trend ja, dass Frauen sich irgendwie wohler fühlen, über Finanzen zu reden. Es passiert ja selbst heute noch selten, dass das Thema von Frauen selbstbewusst in die Öffentlichkeit getragen wird. Vielleicht ist das ja der erste Schritt. Aber mal Hand aufs Herz, habt ihr die Girl-Math-Logik schon mal bei euch verwendet? Und danach vielleicht sogar auch schon mal bereut? Das würde mich interessieren. Lasst dazu gerne mal eure Gedanken in den Kommentaren. Ansonsten schaut gerne mal hier in dieses Video rein. Hier hat Valeria über das Bild von reichen Menschen in den Medien gesprochen. Und hier geht es darum, wie man sich vor Mobbing schützen kann. Also sehr, sehr gutes Video. Ich wusste von diesem Trend nicht. Die Reaction ist ein bisschen ausgeartet, ganz schön lang geredet, aber war interessant gewesen. Und Leute, geht mit dem Geld wirklich, lernt das Geld wertzuschätzen, ja. Oder auch die Dinge, die ihr kauft, lernt das wertzuschätzen. Weil das ist nicht selbstverständlich, sich einfach mal irgendwie was Teures da zu leisten. Das sollte dann auch als was Ordentliches behandelt werden. Ne? Also meine nächste Investition, außer jetzt Urlaub und so, meine nächste Investition, die ich vorhabe, was mal eines Tages sein soll, ist nicht jetzt nächstes Jahr oder das ist schwierig, das vorherzusehen. Ne? Das ist auch immer so die Frage, wie kreditwürdig bist du. Aber ist auf jeden Fall ein Haus. Ja, also das ist auf jeden Fall das, was man sich so ein bisschen erträumt. Ne? Und da wird halt einfach gespart und dementsprechend gebe ich auch kein Geld aus, sag ich euch ehrlich. Ja, außer halt, ich schenke Leuten Geld, so, oder beziehungsweise Geschenke und so, da gebe ich Geld aus, so. Das macht mir auch Spaß. Aber jetzt so selber, so für unnötige Sachen, wenn ich Klamotten habe, da brauche ich nicht neue Klamotten. Ne? Oder wenn ich Technik habe, brauche ich nicht noch mehr Technik. Deswegen mache ich wirklich wenig mit. Und deswegen nutzt das Geld für sinnvolle Dinge. Das wollte ich sagen. Leute, macht's gut. Lasst super gerne einen Kommentar da. Wer bis hierher geschaut hat auf InCav, schreibt mal bitte eine 387 in die Kommentare. Damit ich weiß, ob ihr bis zum Schluss da wart. Ja, wer das macht, ist lost. Ja, ihr seid alle lost. Ja, Kuss geht raus. Macht's gut. Ciao, ciao.